Ja, herzlich willkommen zurück. Wir steigen hier mitten im Kampf ein. Wir haben letztes Mal die Kiste geöffnet und da kam der Tod raus und jetzt müssen wir wieder kämpfen. Als erstes werde ich mal hier den Stein attackieren mit Rubella und als zweites werde ich dann den Tod attackieren mit Aurora. Wir bringen noch das Glühwürmchen in Stellung. Machen den langsamer. Und dann geht's auch schon weiter. Ja, wir nehmen den Hieb. So, sehr schön. Der ist auf jeden Fall gegen Feuer ein bisschen problematisch. Die kontern auch gleich wieder. So. Das ist das nächste, was wir machen. Schutz. Ich würde ihn kontern oder versuchen zu machen. Aber es hat nicht geklappt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Verteidigungen. Vor Schaden. Aha, und es ist jetzt schon wieder Sache, dass wir wiederbeleben müssen. Jetzt Glück, dass Aurora nicht direkt angegriffen wurde, sondern im Moment Rubella. So. Ich würde gern wechseln. Ich glaube, ich hole mir mal Finn her. Und werde versuchen mit dem Monsun, das ist Wasser, das könnte ganz gut klappen auf diese Feuerhexe. Und mit dem Hieb werde ich auf den hier gehen. So. Ich muss nur den Stein schnell genug. Ha, er ist verwundbar durch Wasser, genau wie ich es vorher gesagt habe. Ah, Rubella, Aurora stirbt gleich wieder. So. Er kann natürlich jetzt hier nichts Großartiges machen. Aber ich kann ja Gott sei Dank dank dem Glühwürmchen heilen. Da werde ich auch noch ein bisschen was drauf geben. So. Und dann... Mit wem machen wir denn gerade? Wir machen den Monsun, also werden wir... das hier erwischen. Und hoffen, dass er recht schnell weggeht, weil jetzt wir verteidigen uns. Ha, was wirklich eine gute Entscheidung war. Definitiv. Absolut. mit Finn werde ich jetzt gleich wieder den hier angreifen. Mein Glühwürmchen kann auch schon wieder nicht. Mit dem Hieb werde ich ihn weiter angreifen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass beim nächsten Mal dieses Vieh endlich stirbt. So, ich kann wieder ein bisschen heilen.
Wir nehmen Mora. Und beschleunigen. Aurora. Ah, das war nicht so gut. Ja, der erste Troll ist tot. Wir versteinern ihn. Und hatten Glück, dass der Stein uns als Aurora angegriffen hat. Ich verteidige mich, weil dieses Feuerding werden wir nicht mehr erwischen. Genauso wie sie sich verteidigen sollte. In dem Fall ein kluger Schachzug, glaube ich. So. Jetzt habe ich mal Auroras Tempo beschleunigt. Jetzt werde ich den hier mal einlullen. Den werde ich nicht mehr schaffen. Aber ich werde kein Glück haben, genau. Das dachte ich mir schon. Ich muss Rubella holen, weil ich muss Aurora wieder zum Handeln bringen. Deswegen beleben wir sie wieder. Der Kampf ist um einiges leichter, habe ich so das Gefühl, im Vergleich zum letzten Kampf. Jetzt können wir uns wieder Nora holen. Wir versteinern ihn. Und blocken ihn. Sehr schön, es hat auch geklappt. Nicht so schön ist, dass er hier uns wieder angreifen durfte. Aber das kann man ja beheben, ne? So. So, das Vieh haben wir jetzt auch besiegt. Versteinern wir. Und es hat geklappt. Sehr schön. So mag ich das. Dann kann ich hier mal ein bisschen Leuchtkraft aufsammeln. Und nee, wir machen noch sie schneller. Aber wir hätten es gar nicht mehr gebraucht. Wunderbar. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Wieder ein Vieh weniger. Aber da kommen bestimmt noch mehr. Wie schon geahnt. So. Und ich nehme an. Ah, Glück gehabt. Er hat uns nicht gesehen, aber ich glaube, wir müssen trotzdem gegen ihn kämpfen. Na los. Oh, okay, nur zwei Gegner. Auch was Schönes. Es hat nicht geklappt, ihn zu versteinern. Schade. Versuchen es nochmal.
hat wieder nicht geklappt. Das gibt's doch nicht. Ah, und wir haben es leider nicht ganz geschafft, ihn zu attackieren. Schade. So. Und er kämpft natürlich auch mit harten Bandagen. So. Ihn machen wir so. Ihn machen wir so. Und wir haben es nicht ganz geschafft. Schade. Und er kontert auch gleich wieder. Mein Glühwürmchen hat schon wieder keine Chancen. Ja, wir haben ihn gelähmt. Sehr schön. Das gefällt mir. Dann versteinern wir doch ihn. Und ihn attackieren wir. Weil dann kann er natürlich auch nicht kontern. Soweit ich weiß. Doch, er kann wieder. Versteinern wir ihn gleich wieder. Und hoffen, dass es klappt. Nein, es hat nicht geklappt. So. Ich sammle Sachen und heile hier mal Nora. So, 88 müssen reichen. Bitte, bitte, bitte. Nein! So. Ich möchte, dass der jetzt endlich mal stirbt oder wenigstens weiter versteinert bleibt. Aber beim nächsten Angriff muss ich Nora auf jeden Fall retten. Deswegen hauen wir den mal zurück und holen uns Rubella her. Und handeln mit ihr. Das wirft ihn auf jeden Fall schon mal zurück. Mein Glühwürmchen ist, glaube ich, schon wieder fast alle. Ja. Er ist ausgewichen. Glück gehabt, dass ich beide attackieren lassen habe. Attackieren lassen habe. Mein Glühwürmchen. Gott sei Dank. Aber er ist auch ganz schön fies. Ich heile Rubella. Oh nein! Genau das wollte ich eigentlich verhindern. Wir hatten Glück. So, jetzt zerstöre ich erstmal den. Und ich glaube nämlich, dass er nicht mehr lange durchhält, so wie er sich von der Körperhaltung her hält. Weil ich glaube, je krasser der Tod, je krasser die Haltung, also so nach unten ist, desto schlimmer angeschlagen sind sie. Kontert natürlich gleich wieder. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder hier tot sein. Nein, wir hatten Glück. Aber jetzt ist Aurora auf jeden Fall schon mal tot. Ich hoffe, Rubella hält es noch aus. Aurora müssen wir erstmal wiederbeleben. Ah, das Glühwürmchen. Wiederbeleben. Und ich werde mir dann wieder Nora holen. Weil Rubella ist eh schon. Oder Finn. Wir nehmen Finn. Finn müsste gut sein. Und da werden wir gleich wieder mal mit dem Monsum auf ihn gehen. Dass der immer kontert, ist ein bisschen doof.
Okay, er hat mit einer Ausrüstung gekontert. Das macht nichts. So, jetzt haben wir das Vieh schon mal getötet. So. Was ist schlecht gegen Stein? Ich würde jetzt auch mal Wasser probieren. Und mal schauen, was passiert. Und wir haben ihn besiegt. Sehr schön. Das ist doch was. Wir haben Stufenanstiege geschafft. Und Rubine gefunden. Und langsam müssten wir jetzt doch einiges geschafft haben. Ja. Das gefällt mir nicht so. Hier. Ja, okay, verstanden. Und das geht auf Zeit. Geht das vielleicht hier mit ihm? Nö. Warum auch? Also im Endeffekt machen wir als erstes hier den. Komm, flieg mal. Ja. So will ich das haben. So klappt das wunderbar. Hoffentlich müssen wir da nachher nicht wieder zurück, weil sonst haben wir ein Problem. So. Hier geht doch einiges auch auf Zeit. Das hier glücklicherweise nicht. Und hier sind irgendwie... keine Tiere mehr oder keine Viecher, glücklicherweise. So, hier ist auch nichts. Hier auch nicht. Okay, von da unten kamen wir, glaube ich. Genau. Aber der hat doch jetzt hier lang gewollt. Genau. Aber was soll ich denn machen, wenn es hier nichts mehr gibt? Hier gibt es auch nichts mehr. Mein Glühwürmchen findet auch nichts. Schauen wir nochmal hier runter. Aber hier haben wir alles. Im Endeffekt kamen wir von da. Oh. Machen wir mal kurz Selbstmord. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo was. Okay. Die Zeit ist auch schon wieder vorbei, deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Ich freue mich auf Kommentare und Likes. Abos natürlich auch. Schreibt, was ihr so denkt, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!